der frühen Serien, die er frei fotografiert hat, war eine große Reportage über die Stadt New York. Da ist er hingefahren und hat eigentlich das Amerika seiner Träume gesucht und gefunden und hat es abgebildet, wie man es auch schon sonst kannte. Man könnte diese Bilder, man würde wahrscheinlich sagen, ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich für Cartier-Bresson oder es ist ein bisschen modern für Helen Levitt, aber man erkennt viel wieder, was man kennt. Schwarz-weiße Street Photography in New York. Dagegen hat er dann nur unwesentlich später eine Serie fotografiert, sein Blick auf Amerika, wie er, während er eigentlich im Auftrag unterwegs ist, quer durch die ganzen USA fährt mit dem Auto, in Motels absteigt und unter dem Einfluss der frühen New Color Photography eine Serie fotografiert, die er selber Action Theater genannt hat, von Neon-Reklamen, von großen Pickup-Trucks auf den Highways, von Motel-Innenräumen. Schäbigen Motel-Innenräumen. Und das sind zwei Bilder oder sind zwei Werkserien, die stehen ganz diametral einander gegenüber und ergänzen sich aber wieder zu einem Amerika-Bild. Mein Name ist Adelheid Kommender und ich bin Kuratorin am Elfeyer Landesmuseum in Bonn. Und mein Name ist Sebastian Lux und ich leite die Stiftung FC Gundlach in Hamburg. Dirk Reinertz ist einer der bedeutendsten deutschen Reportagefotografen gewesen. Folkwang Schüler, dann aber beim Stern tätig in den frühen 70er Jahren, dann ganz frühes Mitglied der Fotoagentur Visum, sehr viele Serien im Zeitmagazin veröffentlicht und seit den späten 70ern angefangen, Buchveröffentlichungen vorzubereiten, lange Strecken in Einzelauswahlen oder auch in dokumentiert fotografierten Serien zusammenzustellen. Mit dieser Arbeit ist er einer der prägenden Fotografen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland geworden. Und das wollen wir vorführen. Wir eröffnen die Ausstellung am 15. Mai und hat eine Laufzeit bis zum 15. September diesen Jahres. 300 Aufnahmen und begleitendes Archivmaterial, also Originalpublikationen, Dokumente, Archivmaterialien wie zum Beispiel Diapositive, negative Kontaktbögen. Und die Ausstellung wird heißen Fotografieren, was ist? Das entspricht auch ganz der Herangehensweise von Dirk Reinertz. Und was ja spannend generell ist, wenn man sich ein Werk, ein Archiv, letzten Endes ist es ja ein Gesamtwerk, anschaut, wie geht man damit um? Man kann natürlich auch chronologisch daran gehen und bringt halt sozusagen die Biografie. Oder wie bei Dirk Reinertz wäre es auch naheliegend gewesen, man nimmt sich die großen Buchprojekte. Man geht halt erst auf die Reportagen und geht dann auf die Buchprojekte, die er ja zahlreich auch gerade hier bei Steidl realisiert hat ein. Aber wir haben uns genau eben dagegen entschieden, sondern eher geschaut, was sind Themen, die ihn vom Anfang, Anführungsstrich, bis zum Ende seiner Schaffenszeit interessiert haben. Ich glaube, Dirk Reinertz war einer der Reportagefotografen, die so eine Haltung hatten. Und diese Haltung war was zutiefst Humanistisches und auch durchaus ein bisschen was Melancholisches. Und diese beiden Aspekte, die hat er nicht wiedergefunden in der Sensationsreportage, die er zwar auch gemacht hat, aber wo ihm dann eigentlich was fehlte. Es fehlte ihm eigentlich die persönliche Anknüpfung. Und dann hat er Ende der 70er Jahre beschlossen, er lässt mal eine Zeit lang das Reisen sein, kümmert sich eigentlich um seine Themen, aber im näheren Umfeld. Und da sind dann ganz hervorragende, tolle Serien eben entstanden, aus denen sich dann so ein Deutschlandbild zusammensetzt. Das sind ganz kleine Sachen gewesen, weiß ich nicht. Eine Reportage über seinen Wohnort Buxtehude oder eine Reportage über das Arbeitsamt in Hamburg, wo man sowohl die Bewerber als auch die Beamten dann irgendwie sehr menschlich vorgestellt bekommt. Und so entsteht aus diesen vielen kleinen Serien ein ganzes Deutschlandbild, was er dann später in Büchern gesammelt hat. Davon abgesehen, dass er ja durch seinen frühen Tod 2004, ich möchte nicht sagen in Vergessenheit geraten ist, aber doch eher von einer kleineren Kennerschaft mittlerweile nur noch in der Form bekannt ist. Gibt es bei Reinertz wenig Einzelmotive, wo man sagen könnte, ah, das ist ein Dirk Reinertz, weil er A, auf dem Markt nicht so präsent war und eben in der Form auch seriell gearbeitet hat.
Jetzt haben wir in der Werbung, sind wir mit dem einen oder anderen Motiv, wo man sagt, ja, das ist vielleicht ein bisschen bekannter, aber in der Ausstellung das bekannteste Motiv. Das ist ganz schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Vielleicht ist er eher über die Inhalte dann doch bekannt geworden. Also zum Beispiel hat er sehr lange alle großen Installationen, alle großen Skulpturen, Landschaftsinstallationen von Richard Serra fotografiert. Das sind natürlich sehr eindrucksvolle Bilder und wenn man die sieht, dann sieht man eigentlich fast immer einen Dirk Reinhardt. Das ist natürlich so eine Mischung. Die Bekanntheit entsteht aus der Kombination aus der Berühmtheit des eigentlichen Künstlers und dann der stetigen Beschäftigung mit diesem großen Oeuvre. Es ist kein Einzelbildfotograf.